Warmes zum Abendbrot muss sein. Es gibt Spargel, krosse Chinkenchips und ein Omelett. Ich liebe Spargel, denn man kann dieses Gemüse so abwechslungsreich zubereiten. Und wenn man mal außerhalb der Saison Lust hat auf Spargel, dann kann man auch schon mal zum Tiefkühlspargel greifen. Heute zeige ich Ihnen mein Gericht mit westfälischem Schinken und Omelett. Hier kommen die Zutaten. Neben dem weißen Spargel sind das unter anderem noch Eier, Paprika, Bergkäse, eine Lauchzwiebel, etwas Muskatnuss, Schnittlauch und ein Star aus Nordrhein-Westfalen, echter westfälischer Knochenschinken. Das Raffinierte bei meinem Abendbrotgericht sind auf jeden Fall heute die Chinken-Chips. Oh, ein schwieriges Wort. Und da werde ich jetzt erstmal den Schinken hier von der Schwarte befreien. Das ist das hier, die Schwarte. Und die Schwarte, die ist einfach nur zäh wie Leder. Also das ist ja die Haut, ne? Und deshalb muss man das mit dem Messer schön dünn abschneiden, weil einfach auch noch ein bisschen von dem weißen Fett dranbleiben sollte am Schinken. Weil der Fett ist ja auch halt der Geschmacksträger Nummer 1. Nicht umsonst ist Schinkenkrustenbraten mit Schwarte sehr beliebt in Nordrhein-Westfalen. Man kann übrigens das nochmal lecker nehmen, um damit eine Pfanne auszureiben. Das hat meine Oma früher immer gemacht, wenn es Reibeplätzchen gab. Oder auch zum Beispiel hat die damit auch mal ein Waffeleisen ausgerieben. So, dann schneide ich jetzt ganz dünn den Knochenschinken. Sie können natürlich auch Ihren Metzger darum bitten oder eine Aufschnittmaschine benutzen. Ich mache es heute schnell, einfach und rustikal. So, dann den Schinken einfach auf dem Backblech mit Backpapier und so wird er dann gleich im Ofen getrocknet und wird dann dadurch auch schön aromatisch, weil natürlich nochmal so eine Art Wasserverlust stattfindet. Der Ofen hat jetzt 120 Grad. Ich lasse ihn auf Heißluft laufen, weil ich finde immer, Heißluft kann besser Sachen austrocknen und den lassen wir jetzt so ungefähr mal 30 Minuten darin trocknen. Als Westfale bin ich wirklich sehr stolz auf den westfälischen Knochenschinken. Und das kann man auch sein, der ist jetzt sogar herkunftsgeschützt seit ein paar Jahren und auch zertifiziert, also dass nicht jeder herkommen kann und kann sagen, das hier ist westfälischer Knochenschinken. Und wir haben mal im Archiv vom WDR gewühlt und haben von 1968, oh Gott, da bin ich noch gar nicht geboren, da haben wir einen Film über westfälischen Knochenschinken gefunden, den schauen wir uns jetzt mal an. Echt westfälischer Schinken entsteht so. Der Rheinländer und gelernte Konditormeister Baum trennt vom halben Schwein den im Rohzustand durchschnittlich 20 bis 30 Pfund schweren Schinken. Unser Schinken verliert im Laufe seines Werdeganges durch Eintrocknen rund 50% seines Gewichtes. Wenigstens soll er das, wenn er gut ist. Wichtigste und heilige Handlung ist das Pökeln. Das geschieht zwischen Oktober und Mitte Februar. Von Zeit zu Zeit wird das Unterste zu Oberst gekehrt, damit die einzelnen Stücke in jeweils 4 Wochen richtig im Pökel durch sind. Am offenen Herdfeuer der nächste Arbeitsgang, das sogenannte Lufttrocknen. Das geschieht mit Akribie und kein Schinken darf den anderen berühren. In 2 bis 3 Tagen ist es dann soweit, dass die Schinken für 14 Tage in die Räucherkammer kommen. Langsam beginnt der westfälische Schinken Gestalt und Geschmack anzunehmen. Aber was wäre er, wenn es nicht den sogenannten Himmel gäbe, in dem die Schinken in mindestens 8 Monaten zum Gaumenkitzel heranreifen? Also so lange brauchen meine krossen Schinkenchips im Ofen nicht. Jetzt zeige ich Ihnen aber den Klassiker Omelett. Ich koche ja auch öfter mal für eine Fußballmannschaft, also gute Fußballmannschaft. Und die lieben alle Omelett, die Spieler. Also man muss es nur lecker machen einfach. Zuerst ganz normal schlägt man die Eier auf. Das ist wie beim Rührei, nur dass man die Eier halt hinterher nicht rührt in der Pfanne, sondern wirklich schön garen lässt. Bei Eiergerichten finde ich immer wichtig, auch zu Spätzle oder so, immer ein bisschen Muskat mit rein. So. Und noch Salz und Pfeffer. Bei Pfeffer nehme ich da gerne mal weißen Pfeffer. Weil ich finde einfach, dass der weiße Pfeffer ein schöneres Aroma hat als der schwarze, weil es einfach der reife Pfeffer ist. Dann habe ich hier ein bisschen Mineralwasser und jetzt verrühren wir das mal. Dann hole ich mir mal ein bisschen Butter aus dem Kühlschrank. Und Butter ist ja nicht unbedingt das gesündeste Fett, aber ich finde zum Ei muss einfach Butter sein. Der schmeckt kein Olivenöl jetzt oder kein normales Pflanzenöl.
Ich finde immer, die Kunst beim Omelett ist einfach die Zeit, die man dem Ei geben muss, dass es auch nicht zu trocken wird. Also wenn man ein Omelett, finde ich, zu heftig brät, dann trocknet das so schnell aus, dann schmeckt das irgendwie wie so ein Rührei an der Raststätte morgens oder so. Damit das Ganze nicht zu eintönig wird mit dem Ei, man soll ja immer bunt essen, schneiden wir jetzt erstmal noch ein bisschen Paprika dazu. Bei der Paprika schneidet man dieses Weiße hier raus, das sind die sogenannten Scheidewände. Und auch die Kerne, die sind auch nicht so lecker, die mache ich auch mal raus. Und wer jetzt zum Beispiel wirklich Paprika nicht gut verdaut, der schält die am besten. Das kann man einfach mit dem Sparschäler machen, ich mache es jetzt nicht. Die lege ich einfach gleich ins Omelett mit rein, damit man so einen schönen frischen Geschmack hat von der Paprika. Und bei der Zwiebel nehme ich jetzt mal keine normale Zwiebel, sondern ich nehme mir Frühlingszwiebeln, also Lauchzwiebeln auch genannt. Da mache ich nur vorne so ein bisschen hier diesen Bart ab. So. Und schneide die einfach schön fein runter. Natürlich nehme ich so ein bisschen von dem Grün mit. Mit dem Rest kann man sich einen leckeren Quark am nächsten Tag machen. Und dann habe ich jetzt hier, boah, der riecht so lecker, das ist nämlich Bergkäse aus dem Allgäu. Und den liebe ich total, halt weil er so kräftig ist, erinnert mich total an meine Kindheit. Da war ich eigentlich eher ein Wandermuffel, da musste ich mit meinen Eltern immer im Allgäu wandern gehen. Das Schlimmste waren diese Kniebundhosen, wo man diese langen Strümpfe zu hat. Diese Strümpfe, die haben immer erbärmlich gekratzt. Und dann sind wir aber ab und zu in so eine Käserei im Allgäu, haben wir uns dann diesen Bergkäse geholt. Und den mochte ich sogar als Kind schon, weil eigentlich ist das nichts für Kinder, weil er halt so kräftig ist. Aber ich fand den damals schon klasse. Und der soll so ganz leicht hinterher im Omelett warm werden und fast schon schmelzen. Dann gucke ich jetzt mal, was das Omelett macht. Und genauso muss das sein. Das ist jetzt noch so leicht flüssig hier oben. Also es glänzt schön, es ist noch nicht trocken. Und da verteile ich jetzt mal hier mein geschnittenes Gemüse mit dem Käse drauf auf einer Hälfte. Jetzt habe ich noch ein bisschen Spargel hier im Tiefkühlfach. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich persönlich esse natürlich auch lieber frischen Spargel. Aber Spargel ist halt saisonal und das finde ich auch gut so, weil man freut sich natürlich das ganze Jahr auf den Spargel. Und ich finde, man kann ihn tiefgekühlt wirklich ganz gut mal essen. Das Schöne beim Spargel finde ich dazu auch noch, dass es natürlich regional ist. Und wenn man ihn einfrieren will, dann bitte vorher schälen, weil sonst wird es schwierig hinterher, den gefroren zu schälen. Und bei mir ist es so, wenn der Spargel wirklich richtig gut ist, dann gebe ich wirklich nur Salz dazu. Dann braucht man auch keinen Zucker oder keine Butter oder Zitrone dazu. Und Spargel ist einfach wirklich das Gemüse, wofür der Deutsche wirklich, der eigentlich eher ein bisschen geiziger ist bei Lebensmitteln, wo er richtig viel Geld für ausgibt. Und das finde ich auch mal schön, dass der Spargel halt so eine Wertschätzung hat, weil er natürlich auch sehr, sehr anstrengend zu ernten ist. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Den lasse ich jetzt so ungefähr, na, ich würde mal sagen, 5 Minuten kochen, weil beim gefrorenen Spargel, da habe ich schon mal so festgestellt, der muss nicht ganz so lange wie der frische kochen, weil er einfach schon so ein bisschen eher matschiger ist, weil die Eiskristalle haben natürlich die Struktur schon so ein bisschen aufgebrochen. Der Spargel ist fertig, ich werde jetzt mal 3 Stangen auf den Teller anrichten. Dann schaue ich mir jetzt nochmal das Omelett an und klappe das einfach so über. So. Omelett mit drauf. Und jetzt sind endlich meine großen Schinkenchips fertig. Und der Schinken, der riecht jetzt schon ganz toll hier. Dieser geräucherte, getrocknete. Und das sind auch schon wirklich schöne Chips. Also man sieht das hier, dass sie total kross sind. Die geben wir mal mit oben drauf. So, und dann sind wir schon fertig. Die Rezepte zu meinem kreativen Abendbrot gibt es auf unserer Homepage